Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Guardians of Ember, das ich von den Entwicklern zugeschickt bekommen habe, um es euch einmal vorzustellen. Das ist keine Produktplatzierung, ich bekomme kein Geld dafür, ich habe einfach nur den Key bekommen und sie haben mich halt ganz lieb gefragt, ob ich es nicht mal vorstellen möchte. Ich habe gesagt, Jungs, ja, den Key, Papa macht das, ne? Ja, ich wollte euch das Spiel jetzt ganz gerne mal vorstellen. Ich habe mal ein bisschen gespielt, um zu gucken, was es überhaupt für ein Spiel ist, wie es ist, was man machen muss und alles, um euch natürlich wichtige Infos zu geben. Jetzt wollte ich den Charakter natürlich löschen. Jetzt steht da, dass er erst in 23 Stunden gelöscht wird, falls man sich noch umentscheiden möchte. Aber das macht nichts. Wir machen einen neuen Charakter. Und zwar stehen uns mehrere Rassen zur Auswahl. Wir haben einmal die Menschen, die Elfen, die Zwerge und die Naya. Das sind so kleine Kinder hier. Ja, für was entscheiden wir uns? Ich würde schon fast behaupten, dass wir uns... Ja, was nehmen wir denn? Wir nehmen einen dicken Zwerg. Der passt gut zu uns. Der ist schön. So, next. Achso, Gender. Oh, Zwergen gibt es nur in männlich. Macht nichts. Weiter. Klasse. Jetzt haben wir noch verschiedene Klassen. Wir können einmal den Krieger nehmen mit Schwert und Schild. Den Priester. Den Arkanist. Den Engineer. Und den Ranger. Ich würde jetzt fast behaupten, dass wir uns den Ranger nehmen, weil den Krieger habe ich schon gespielt. Also kurz gespielt. 10, 20 Minütchen so. Fand ich jetzt nicht so toll berauschend. Priester. Naja. Wir nehmen den Ranger. Was man jetzt dazu sagen muss, dieses Spiel hat MMO-Schnitte. Es hat Ähnlichkeiten von Diablo, aber auch gleichzeitig MMO. Also ist sehr interessant gemacht. Sollte man sich vielleicht auch erstmal anschauen, bevor man sich ein Urteil bildet. Krieger, wie gesagt, der kann einmal tanken. Tanken ist für die Leute, die es nicht wissen, wenn man zum Beispiel in Dungeons geht oder sowas, ist das diese Person, die Gegner an einen bindet, damit die Damage-Dealer und so Schaden machen können. Er kann aber auch gleichzeitig Damage machen, als Damage-Dealer gespielt werden. Der Priester, ganz klare Sache, der kann einmal Damage machen und aber auch gleichzeitig supporten, also Support, also heilen. Das hier ebenfalls der Arkanist, der hat die Damage- und Support-Fähigkeiten, heißt, er kann vielleicht ein Schild machen, ich weiß nicht, was er machen kann, sollte man sich an durchlesen. Damage ist natürlich mehr als Support. Das kann man hier auch sehen, ist auch mehr Damage. Das müsste man halt alles... Der Engineer ist ein... Den kann man nur als Supporter oder nur als Damage-Dealer spielen. Range hat er natürlich eine hohe wegen seiner Pistole. Und ja, der Ranger hat sehr, sehr wenig Support, dafür sehr viel Damage und Agilität. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall den Zwerg nehmen. Jetzt haben wir natürlich hier auch noch weitere Auswahlmöglichkeiten, was sich an Farben, Skins und sowas, an Hautfarben, ich finde die Hautfarbe ganz okay. Und man kann hier oben noch Gesichter wechseln, die zur Verfügung stehen. Man muss jetzt dazu sagen, das Game ist noch in der Early Access. Es ist noch nicht fertig entwickelt. Kostet bei Steam 15 Euro. Soweit ich das gesehen habe, die normale Standard-Edition. Dann gibt es da natürlich auch noch andere Editionen, wo du halt ein paar Dinger mehr bekommst und sowas. Und ja, so. Wie wir sehen, wird unser Dorf hier von einer Truppe Goblins überfallen. So, eben hier zur Verständnis. WASD kann man laufen. Man kann aber auch laufen mit der linken Maustaste gedrückt halten. Und ja, so ist es dann halt. So, wenn man jetzt Damage machen will, geht man hier auf so einen Zwerg, versucht ihn anzuvisieren und schießt aus der Entfernung auf ihn drauf. So, jetzt haben wir hier nochmal oben Merry Xmas. Dazu haben wir hier ein Reittier bekommen. Oder was weiß ich, was es ist. Santa Claus, blablabla. Thanks for your support. Yu-Gi-Oh! Team, ja. Zu Weihnachten gab es jetzt halt so ein kleines Vieh. Ja, und das ist, was man jetzt erstmal machen muss. Also halt, das kommt aus Diablo, aber es hat
aber es hat gleichzeitig MMO-Aspekte. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Hier kann man Gegenstände kaputt machen, wie man das aus Diablo findet. In den Truhen ist dann halt mal was drin. Wie jetzt hier war Gold drin. Oh, wir sind schon Level 2. Und ja, wie ihr sehen könnt, hat der Schuss des Rangers, kann man durch mehrere durchschießen. Ich denke, deswegen ist der auch sehr, sehr gut als Damage-Dealer gedacht, da du halt mehrere auf einmal machen kannst. So, der hat uns eine Quest gegeben. Und jetzt sollen wir halt, ey. Zack. Zack. Oh, siehst du, da haben wir direkt zwei auf einmal getötet. Oh, was ist jetzt los? Oh, ich bin aus dem Rocktop, Entschuldigung. So, wir sind wieder drin. Ich bin aus Versehen auf meinen zweiten Bildschirm gekommen. Oh, jetzt habe ich mich hier festgehakt, weil ich nicht auf die Karte geguckt habe. So. Oh, Dodge, der ist abgehauen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, guck mal, hier sind, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ah, hier. Nee, doch. Ey. Zack. Oh, Press Card to Skills. Ach so. Ja, hier können wir dann halt. Oh nein! Ja, jetzt haben wir den Poison-Schuss gelernt. Das wollte ich gar nicht. So, den können wir dann hier unten rein. Ne, hier. Tun wir mal auf. Ach, keine Ahnung. Man kann sich hier halt. Akro-Bonus. Und hier machen wir erstmal hier. Weil wir spielen ja Damage-Dealer. So. Das war jetzt hier der Poison-Schuss. Den haben wir da unten reingetan. Was ist das denn hier überhaupt? Das ist das hier, ne? Ja. Können wir denn, jetzt sagen wir mal den hier bei 1 reinpacken? Nee. Oder muss ich das vielleicht so machen, wenn ich hier sage 1? Nee, geht auch nicht. Okay. Achso, wir haben ja noch Attribute. Das heißt, wenn wir Level steigen, können wir hier unsere Dinger ein bisschen erhöhen. Und unser Attack, Defense und Healing. Und hier haben wir da, sehen wir es halt, Critical Hit Chance, also wie oft wir Critical Hitten, also kritisch Damage machen. Boot, Point, ja. Ich würde auch mal sagen, wir gehen ein bisschen hier in Crit. Und ja. Dann haben wir hier oben professionelle Skills, Fishing Rule, Bait, Meaning, halt können wir Berufe lernen. Hier haben wir dann unsere Rüstung, die wir noch so kriegen können, falls wir was finden. Unsere Titel, hier sind irgendwelche, keine Ahnung. Und PvP gibt es natürlich auch. So, jetzt werden wir aber uns auf jeden Fall hier mal mehr auf das Spiel konzentrieren. Wow. Ey, da guckst du aber doof. Ey, bist du etwa doof? Ich dachte, du bist vergiftet hier, was soll denn das? Oh, nice. Ah, coole Sache, Alter. Machen wir hier noch Gift-Damage. Jetzt hier vorne. Machen wir direkt zwei. Können wir direkt hier mal schön aus der Entfernung schießen. Wenn wir mal treffen würden. Zack. Ey, bleibst du wohl down? So. Zack. Zack. Bam. Oh, hier haben wir noch so zwei unserer Typen. Ah, da draußen war noch einer. Die Tür ist da oben auch kaputt gegangen. So. Schauen wir mal eben hier, was hier so ist. Da sind so zwei Typen, die ich aber nicht abspringen kann. Die sagen nur, oh, thanks, thank you for your help. So. Der tut alles abfangen, Alter. Wir sind Level 3. Ja, also wie gesagt, Game ist noch in der Early Access. Man kann auch mit WASD laufen. Für die Leute, die es schöner finden. Ich laufe jetzt ein bisschen mal mit WASD. Und dann können wir halt so laufen. Bam. Okay. Oh, oh, was ist das denn? Abatz. Kill him. Und dann kriegt er erstmal eine dicke Ladung ab. Komm, beweg dich.
Erwischt er mich, Alter? Was ist denn der Scheiß? Was ist eigentlich hier unsere Mitte rechts? Kriegt, haben wir auch noch eine. Achso, dann werfen wir ja Gift, okay. Und da ist er down. Oh, was haben wir denn hier? Und hier haben wir auch noch was. Also da heißt, diese Gegner lassen dann noch Loot fallen. Warte mal eben. Ich habe eine Quest noch nicht fertig. Also muss hier noch irgendwo, muss noch irgendjemand gefangen sein, glaube ich, oder? Wo tue ich mich da jetzt? Da! Jetzt haben wir es fertig. Eine schöne Quest noch weiter fertig. Und jetzt können wir leaven. So. Ja, wunderbar, oder? Was meint ihr? Okay. Ich glaube, die wollen dem Boss Bescheid geben, soweit ich das jetzt verstanden habe. So. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Hier ist noch jemand anders. Das ist unser Player. Na, guck mal hier. I can help you. Gut. Die Quest nehmen wir erstmal an. Quest. Der hat auch noch eine für uns. So. Was ist das denn hier? Ah, ein Teleporter. Damit können wir uns halt zu den Städten wahrscheinlich hin teleportieren, wenn wir woanders was freischalten. Hier können wir Heiltränke und sowas kaufen. Oh ja, genau. Wir haben ja neue Sachen gekriegt. Die sollten wir vielleicht mal anziehen. Warte mal, was ist das denn hier? Oh, guck mal. Schick. Du läufst erstmal bei uns, Rudolf. So, auf jeden Fall macht das mehr Damage. Die macht mehr Schaden. Jetzt haben wir eine Waffe und die Hose ziehen wir auch nochmal an. Okay. Ja, nice. Jetzt haben wir eine neue Waffe. Alles klar. Neue Waffe haben wir. Und jetzt werden uns unten auf der Minimap, hier unten rechts, die Quests angezeigt, die wir jetzt alle angenommen haben. Und ja, die sollten wir jetzt mal machen. Also man kann auch hier mit Freunden online spielen. Und... Uiuiui. Sag mal, wollte der gerade mein Ding hier... Ach, das sammelt für mich Dinge ein. Das ist ja nice. Ein kleines bisschen Reaktionszeit, die Typen. Gewarz dich, gewarz dich. Gewarz, gewarz. Hier auch nochmal. Ja, das läuft doch. Boah, Killerhase, oder was ist das? Der hat mein... Ey, was soll das? Naja. Tötet hier alles. Was ist mit dir, Bitch? Lass Papa auch mal machen. Okay. Ha. Okay. Wie es ausschaut, haben wir dann jetzt die Quest fertig. Ja. Jetzt können wir hier rechts noch rumlaufen. Jetzt habe ich Jakob gezogen, verdammt nochmal. Und dann. Die töten wir auch noch. So, und jetzt gehen wir mal hier rechts. Oh, wo kommen die denn hier aus dem Wald geschissen? Was soll denn der Scheiß? Ihr müsst doch sowas ankündigen, wenn ihr mich angreifen wollt. Das geht doch gar nicht so. Bam. Level 4, yeah.
So. Ey, wie viel. Ey, ich kann 2 Meter laufen, ohne dass er. Irgendwelche. Fighting-Later, irgendwas. Muss alles sterben. Kein Weg dran vorbei. Ach, ich hab gerade die Erfahrungsleiste gefunden, aber die ist hier unten. Direkt unter das ganze Gedöns hier. Ey, ist daneben geschossen oder was? Ja. Oh, was haben wir da? Ja, einfach alles mitnehmen. Ich glaube, das Grüne ist immer unsere Hauptquest. Oh. So. Na, hier ist auf jeden Fall eine Quest, die wir machen müssen. So. Also manchmal reagieren die schnell und manchmal nicht so. Batz dich. So. Hier auch noch. Läuft. Machen wir noch hier oben. Oh oh. Ach, da ist ein Boss. Ah, der ist resettet. Fuck. Ach, warte mal, verstehe ich das jetzt richtig? Ja, der hat da oben in seiner Leiste, wenn wir auf ihn draufklicken, steht oben mal 2. Also das heißt, der hat die Energieleisten mal 2. Jetzt nochmal 1. Und da haben wir einen Down. Okay. Irgendein Achievement freigeschaltet. Und hier vorne haben wir noch eine Quest, die wir abgeben können. Ah, wahrscheinlich ist es, geht es sich auch darum. So, das haben wir auch. Ja, moin. Darf ich mich jetzt davon was aussuchen? Ja. Ja, nehmen wir auf jeden Fall die hier. Okay. Jetzt müssen wir direkt die nächste Quest machen. Ui. Und zack. Ach komm schon. Also... mal eben was nachschauen. Charakter. Genau. Inventory, die haben wir jetzt neu. Ich will jetzt mal eben was schauen. So. Und ich wollte gucken, ob die sich ändern. Also ob der... Was war denn hier drin? Ja, nice. Auf jeden Fall anziehen. Oh, und ein blauer Rarbeutel. Das waren Portale, womit man zurück in die Stadt kann. Also wie gesagt, das Spiel hat Züge von Diablo, MMOs, also sehr interessant. Wer sich für sowas interessiert, sollte auf jeden Fall mal bei Steam vorbeischauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel gut erklären und vorstellen. Könnt mir gerne Verbesserungstipp unten in die Kommentare schreiben. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!